So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir haben mal wieder was richtig, richtig Cooles. Wir haben Ikoria, Deutsch, Boosterpackung mit 15 Karten. Ist ja schon lange nicht mehr im Standard drin. Mitten in der Pandemie war das, im ersten Lockdown. Erst einen richtigen Lockdown. Das war eine richtig miese Zeit und deswegen sagte ich, okay, gucken wir uns nochmal an, was damals für Karten rausgekommen sind, weil die hat niemand auf dem Schirm gehabt. Die waren ja aus dem Standard raus, bevor man sie im Paper spielen konnte. Und ja, gucken wir uns mal an. Wir haben eine Lavaschlange, 6 Mana 5-5 Eile mit Umwandlung, also Cycling, für 2 Mana abwerfen, eine Karte ziehen. Manon Several, 2 Mana 1-4 mit Wachsamkeit. Basic. Flüsterwache, 1 Mana 1-1, 2 Mana, wir können unsere Deck nach einer Karte mit namens Flüsterwache durchsuchen und für sie getappt ins Spiel bringen. Sehr, sehr cool, weil es ein Mensch ist. Habe ich auch tatsächlich Decks mitgesehen, die es gespielt haben. Plötzliche Spinnendrüsen. Was? Igitt. Ein Mana spontan zu meiner Kreatur kriegt plus 1 plus 3 und eine Reichweitenmarke und sie wird enttappt. Diebischer Otter. Oh mein Gott, das Artwork. Ein Otter. Ein süßer, süßer Otter. 3 Mana 2-2, immer wenn der diebische Otter einem Gegner Schaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Oh mein Gott, wie schön. Darantische Feuerstecherin. 2 Mana 2-2, immer wenn er eine Karte umwandelst, fügt er jedem Gegner einen Schaden zu. Mit Umwandlung 1 Mana. Sehr, sehr, sehr cool. Anpassfähiger Schimmer. 5 Mana 0-0, kommt mit 3 plus 1 plus 1 Mana gespielt mit Aufblitzen. Also Flash. Ausgewachsen, 3 Mana spontan zusammen, eine Kreatur kriegt plus 3 plus 2 und eine Trampelschadenmarke. Nett. Blutstarre, 4 Mana spontan zusammen, zerstörende Kreatur. Wir legen eine Bedrohlichkeit-Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Bedrohlichkeit, also kann nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden, sehr cool. Eingerollte Worte. Okay, 3 Mana neutralisieren Zauberspruch, deine Wahl, falls du wahrscheinlich 4 Mana zahlt. Nein, danke. Sehr geil. Oh mein Gott, die sind so wunderschön gewesen. Paracellenbeast. 4 Mana 2-4 mit Mutation 2. Ein grünes, ein blaues, so ist es richtig. Und man kann das Ding tappen für 1 Mana und schauen die obersten Karten unserer Bibliothek an, können Länderkarte davon ins Spiel bringen oder wir können sie auf die Hand nehmen. Sehr, sehr starke Karte, wurde viel zu wenig gespielt. Zango auf Mamba, 1 Mana 1-1. Immer wenn diese Karte mutiert, können wir eine andere Kreatur der Jeden und Lipnus zusammen zweites Nennes zugeben. Ja, aber sonst nett. Barrierensturm. 3 Mana schicke eine bis zu 3 Verzauberungen deiner Wahl ins Exil. Wow, für 3 Mana echt gut. Umwandlung für 2 Mana. Und wir haben Quarzwaldschmetterer. 5 Mana, 6-6 Trampel. Und wenn der ein oder mehr Kreaturen mit die Trampelschaden verursachen und die du kontrollierst, einem jeden Kampfschaden zufügen, erzeuge ein XX Dinosaurier Bestienküchenschaden, wobei X die Menge an Schadenspunkte ist, die diese Kreaturen dem Spieler Schaden zugefügt haben. Sehr, sehr coole Karte, gerade für Dinos. Richtig starkes Boost. Ja, meine 3-3 bist ihr. Gut. Ja, das war Ikoria. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexate. Ciao, ciao.